24. Ja, zwischen Etzel und Friedeburg, schwer auf Ruhe mit Kleinkind. Ja, verstanden. Da sind also jede Menge Einsatzkräfte, können die gar nicht befehlen. Der nächste Alarm, ein Autounfall. Noch gibt es wenig Informationen. Henning Fründ und seine Kollegen sind auf alles gefasst. Hallo, wo sollen wir hin? Hier, nur das Kind? Ja, ist doch der Krankenwagen, der kann ruhig hier bleiben. Kann ruhig hier bleiben. Wo ist der Notarzt? Habt ihr schon Notarzt vor? Ja, Notarzt ist schon vor. Dann mache ich mich da eben bekannt, wo ich eben klären muss. Und der Notarzt ist im RTW. Ja, ich kläre eben ab, was los ist. Moin. Hallo. Ein wirklich schweres Hirntrauma. Ja. Bei einem kleinen Kind. Wir brauchen mal eine Stauschlauch, bitte hier. In diesem Wagen saß ein 6-jähriges Mädchen. Das andere Auto raste voll hinein. Mehrere Menschen sind verletzt. Jetzt muss das ganze Hubschrauberteam anpacken. Co-Pilot Herbert Schmid bereitet die Trage für den Transport des Kindes vor. Gleichzeitig muss er Zeugen beruhigen. Unser Notarzt ist noch drin. Von daher wäre jede Auskunft jetzt momentan verfrüht. Gehen Sie es einfach zur Seite, einmal durchatmen. Und dann sieht man ja auch nicht. Hey, ganz klar. Co-Pilot und Pilot helfen, wo immer es nötig ist. Dazu gehört es auch, Einsatzkräfte und Ärzteteam zusammenzubringen. Der Unfallhergang könnte dem Notarzt wichtige Hinweise geben. Ja, einmal kurz sagen, was so grob passiert ist, damit ich mir den Mechanismus vorstellen kann. Also der ist mal wahrscheinlich in 100 gefahren und hier im Abbiegevorgang. Wo war sie? Wo saß sie? Ja, wenn ich das genau wüsste, so wie das aussieht, auf der Beifahrerseite vorne. Da ist auch das... Das ist der Einschlag gewesen von dem Auto, ja? Das kann man hier auch sehen, da unten an der Ecke. Ah ja, scheiße. Okay, alles klar. So, ich höre einmal ab, dann fahren wir. Ja. 1, 2, 3. So, den Oberkörper bitte hoch während des Transports hier. Ja. Achso. Kannst du die Trage einmal rausziehen, dass ich hier nicht stolper gleich? Das Mädchen hat eine sehr schwere Kopfverletzung, muss schnellstens ins Krankenhaus. Das nächste ist in Oldenburg. Die Ärzte dort sind bereits informiert. Situation mitbekommen, so richtig? Hä? Hier war wohl Beifahrerin, da ist das Auto reingerast, wahrscheinlich so mit um die 100 rum. Ja. Bewusstlos, hat weite Pupillen. Ach du Scheiße. Sonst wahrscheinlich keine Verletzung, aber das reicht ja leider wahrscheinlich. Ja. Dorn gekommen? Der 15er, ne? Ja. Was meint ihr denn für eine Zeit, Oldenburg? 12 Minuten. Ja. Wie viel? 12. Alles klar. Der Flug dauert nur wenige Minuten. Henning Fründ bleibt noch eine Weile in der Notaufnahme. Schicksale mit Kindern gehen dem Familienvater besonders nah. Da war noch ein Kind dabei, dem ging es wohl gut. Und der Vater, der sprang da rum, ob der mit dem Auto war oder nicht, das war jetzt nicht so ganz klar zu eruieren, weil sie ja vorne saß. Aber sie hat es ganz offensichtlich am allermeisten erwischt. Die Wahrscheinlichkeit, dass das schlecht ausgeht, ist leider sehr, sehr hoch. Und das belastet uns alle, ist gar keine Frage. Wenn man sie angefasst hat, ja. Ne, so ein bisschen Schutzreaktion, aber das war nichts mehr. Also ich sag jetzt mal, das Thema hat sich erledigt. Das packt ihr auch nicht. Das vom Kopf her, die Verletzungen vom Kopf sind zu stark. Das hat jetzt noch eine Stunde gedauert letzten Endes, bis wir da waren. Und ja. Aber ich glaube auch, wenn wir daneben gestanden hätten, glaube ich auch nicht. Wahrscheinlich wäre es nicht gut. Wir haben ja viele Einsätze und ich weiß nicht, wie viele tausend Einsätze ich schon geflogen bin, aber das war einer, den man im Prinzip nicht haben möchte. Also, wir haben das ja schon über Funk mitgekriegt, dass es da um Leben und Tod ging im Prinzip. Und vor Ort, wir haben die fliegerische Besatzung, also wir haben einen Unfallort schnell gefunden, wir haben einen optimalen Landeplatz gefunden. Mehr können wir nicht machen, wir haben da versucht ein bisschen zu sortieren, dass die Passanten da nicht im Wege rumstanden und so. Und uns dann halt vorbereitet, möglichst schnell und effektiv hierher zu kommen. Scheiße. Ja. Gut, packen wir's. Ja, wir haben unser Bestes gegeben. So muss man sehen, ne? Das kleine Mädchen stirbt wenig später. Notarzt Henning Fründ hat für heute Feierabend. 6 Einsätze in 14 Stunden ist er geflogen. Fast immer ging es um Leben und Tod.
das ist genau der richtige Moment, um für mich das eine abzulegen und das neue wieder zu beginnen, nämlich den normalen Familienalltag. Ich hätte noch ganz gerne einen etwas versöhnlicheren Einsatz zum Abschluss gehabt. Der war mir jetzt nicht mehr vergönnt, aber jetzt reicht es eigentlich auch. Jetzt ist auch schon okay. So, wunderbar. Mach's nicht kaputt, Herbert. Nein, ich pass schon auf. Ich verstehe was davon. Der nächste Morgen. Pilot Axel Brotmann und Bordwart Herbert Schmidt checken den Helikopter, Typ BK-117. Sanitäter Martin Krüssmann kontrolliert die medizinische Ausrüstung. Zu den täglichen Aufgaben der Techniker gehört auch der Windencheck. An dem Anschluss hängen im Prinzip unsere Kollegen, die abgeseilt werden. Und deswegen gibt es da keine Toleranzen und kein Netz und doppelten Boden. Deswegen wird es morgens aufs Penibelste kontrolliert, sodass man sicher sein kann, dass wirklich alles sicher ist. Christoph 26 Winde für die Rüstersiel, bitte kommen. Christoph 26 für die Rüstersiel, kommen. Ein Notfall mitten auf der Nordsee. Seenotretter haben eine schwer verletzte Person geborgen. Jetzt muss sich Notarzt Fründ aus dem Hubschrauber abseilen, um den Verletzten vom Schiff zu holen. Alles in Ordnung soweit? Gut. Ja, der Patient hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Deswegen muss er jetzt hier stabilisiert werden in einer Vakuummatratze. Und damit wir ihn sicher so transportieren können, ist diese Vakuummatratze mit einem Sack verbunden, einem sogenannten Bergesack, sodass wir den Patienten schon gleich hochkriegen. Die kommen gleich runter, Henning. Ja. Dann hänge ich diese hier damit rein. Hängst mit dem da rein. Schnell wieder ausziehen und dann hänge ich den damit dran. Ja, dann ist ich gut. Mich drum, okay? Ja. Dieser Einsatz ist eine Übung. Gemeinsam mit der Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, dem DLRG und THW, wird der Ernstfall trainiert. Christoph 26 hat als einziger Rettungsflieger an der Küste eine Winde. Bei Unglücken auf See werden die Männer gerufen. Der Hubschrauber ist eine Gefahrenquelle. Und ich bitte alle Teams und auch alle Beteiligten, sich gegenseitig zu kontrollieren, zu checken, dass wir diese ganze Übung in einer höchstmöglichen Sicherheit durchführen. Pilot Brotmann und Bordwart Schmidt leiten das Training. Zusammen bringen sie es auf 33 Jahre Flugrettung. Notarzt Fründ darf gleich eine Wasserrettung mitmachen, zum ersten Mal. Kein einfacher Job. Ihr fahrt, nehmt mit einem der Boote, THW, DLRG, Opferdarsteller auf, maximal zwei. Zusätzlich ein Rettungsschwimmer, ein Sicherungsschwimmer, der eingreifen kann, wenn es zum Zwischenfall bei der Übung kommen sollte, damit derjenige halt, der unter Umständen handlungsunfähig ist, auch wirklich nochmal Hilfe erwarten kann. Henning Fründ macht sich auf den Weg. Gleich ist es soweit. Hast du eine Brille? Die Brille habe ich nicht benutzt. Ah, geht auch so, ne? Aber Carsten hat, glaube ich, ja eine, ne? Ja, dann muss ich die von Carsten. Musst du die von Carsten nehmen. Na dann, tschüss. Die Suppe ist ein bisschen salzig heute. Versalzen etwa? Kann man so sehen, ne? Kaum genießbar. Ja, na ja, gut. Ich werde es mal selber probieren. So, bitteschön. Danke. Ja, dann guten Flug, ne? Danke. Großartig, hat richtig Spaß gemacht. Die erste Runde war ein bisschen holprig, so, da habe ich nicht an alles gedacht, aber hinterher war es richtig gut. Also hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe auch nicht so viele Fehler gemacht. Hoffe ich mal. Mal gucken, was die Leute sagen. Mehrmals.